Der Sturm hat sich gelegt und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn hier war heute Nacht Taifun und mich hat es schier weggeblasen und das soll schon was heißen bei meiner Körpergröße und dem Gewicht. Aber tatsächlich, es war wie wild und das Auge des Geschehens ist tatsächlich direkt über mein Haus drüber. Es war sehr spooky, es hat gestürmt, dann war Ruhe, alles wirklich friedlich. Ein paar Minuten ging dann die Hölle wieder los. Dementsprechend heute Tohuwabohu hier in Tokio, zumindest mal in diesem Teil hier, gab es sehr große Verkehrsbehinderung. Verkehrsbehinderung und Sturm, der sich gelegt hat, das ist auch unser Thema an der Börse, denn nachdem die Märkte so stark nach oben gegangen ist, fällt mir dazu was auf. Denn wer sich den DAX mal anguckt, aber auch die amerikanischen Indizes, der sieht ganz klar, dass aktuell der Markt nicht mehr so den Vortrieb hat. Im Gegenteil, er hat den Vortrieb eher abgebaut und es deutet sich an, dass der Schwung nach oben zu Ende geht und wir davon ausgehen können, dass die Bewegung, die wir hatten, so langsam aber sicher abflacht. Das Stichwort dazu, das könnte heißen Ending Diagonal. Charttechniker wissen, was ich meine. Wenn Ihnen das nicht sagt, macht überhaupt nichts. Stellen Sie sich einfach vor, dass der Markt austrocknet, dass nicht genügend Leute mehr nachkommen und man sagt, ach komm, lass mal gut sein. So in der Art sieht das da aktuell aus und damit müssen wir rechnen, dass der Kurs eben jetzt nicht mehr x-beliebig da weiterläuft, sondern so langsam aber sicher da in den Ruhemodus verfällt. Womit ist sonst noch zu rechnen heute? Gold finde ich sehr attraktiv, hat im Moment eine schöne Bewegung und ist sowieso ja ein spannendes Thema, insbesondere wenn man sich vorstellt, dass der Markt ja immer noch sehr im Risiko ist, was die Dynamiken angeht. Im Handelskrieg beispielsweise, im Oktober steht da ja einiges an. Die Chinesen haben schon geäußert, naja, lass uns doch mal gucken, wie es da geht. Also wir müssen jetzt noch nicht gerade negativ so drauf sein. Wir können ja noch positiv dem Oktober mal entgegensehen. Trotz alledem, die Chinesen deuten immer wieder an, also es wird uns mehr und mehr egal, was damit passiert und dementsprechend bleibt die Spannung an den Märkten und es ist eigentlich eher erstaunlich, dass die Börse so weit hochgegangen ist. Ob das wirklich von Dauer sein wird, das müssen wir uns noch angucken, werden wir sicherlich in aller Kürze erfahren und dann vielleicht ein bisschen besser mitkriegen. Gold allerdings ja ein bisschen abgeschwächt, hat noch Tendenzen im kürzerfristigen Handel für diejenigen, die kürzerfristig unterwegs sind, nochmal einen Schub nach unten eben mitzunehmen. Wie weit das dann reichen wird, das werden wir dann sehen. Aber die Gefahren sind nicht aus dem Markt gewichen und deshalb, denke ich mal, sind da die Chancen ganz gut. Wer Euro im Plan hat oder andere Währungen, der sollte sich das mal auf jeden Fall angucken. Da sehe ich die Chance, wenn wir über einen Zwischenhoch hinauskommen, dass wir sogar noch einen echten Schub nach oben entwickeln und dann ungefähr die gleiche Strecke machen. Sie Zeigefinger-Daumen-Methode, sage ich immer dazu. Gucken Sie sich den ersten Schub vom Tief an, wie weit er nach oben gekommen ist. Jetzt geht der Markt so ein bisschen A, B, C nach unten und legen Sie dann Ihre Zeigefinger-Daumen. Sehr unfachmännisch, aber Sie wissen ungefähr, was ich meine und das ist die Hauptsache. Legen Sie das dann einfach an den Chart an, dann haben Sie eine etwaige Zielgröße, womit Sie rechnen können, wohin der Markt geht. Aber ganz wichtig, lassen Sie sich triggern auf dieser Zwischenhochniveau-Größe, damit Sie in etwa wissen, wie weit das Ganze läuft. Wie weit das läuft, weiß ich jetzt zumindest, was meine Person angeht, denn hier sieht es alles ganz friedlich und normal aus. Ich gehe mal hier einmal so ein bisschen im Rundumblick, aber da mein Bus eben gerade 2 Stunden gebraucht hat für eine Strecke, die ich zu Fuß in 1 Stunde normalerweise schaffe, habe ich mir gesagt, die Stunde, die genieße ich jetzt mal, werde ein bisschen telefonieren, vielleicht nebenher auf dem Handy die Märkte weiter verfolgen, auf die Kurse gucken. Tun Sie das Ganze auch, es ist und es bleibt weiter spannend. Deshalb meine Empfehlung, einfach dranbleiben am Markt. Wir sehen uns mindestens dort, wenn Sie wollen, auch morgen wieder. Bis dahin Ihnen alles Gute. Bis dann.